herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und heute fahren wir mit Start von Cuxhaven nach Hamburg. Und hier auf der Karte seht ihr auch schon unseren heutigen Fahrtverlauf. Zum Einsatz kommen Dostos, gezogen von einer Diesellokomotive der Baureihe 246. Inzwischen eben betrieben von der Regionalverkehre Start GmbH, einem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Hier sind wir auch schon im Zug und verlassen hier gerade den Bahnhof von Cuxhaven, in dem wir am letzten Video aus Richtung Bremerhaven angekommen sind. Und wir schauen mal rein in den Zug. Sieht also innen genauso aus wie die Züge von Metronom, was daran liegt, dass es auch ehemalige Züge von Metronom sind. Die gehören der LNVG. Sprich also weder Metronom noch der Regionalverkehre Start, sondern eben dem Land. Da wurde also quasi eigentlich nur das Logo von Metronom auf Start geändert mit der Übernahme. Ansonsten sind das aber exakt die gleichen Fahrzeuge. Demzufolge haben sie auch noch die gleiche Ausstattung. Die ist aber ganz in Ordnung. Es gibt zumindest große Tische und die Sitze sind natürlich auch sehr bequem, wie man das aus dem Dosto eben so kennt. Die Strecke hier landschaftlich ähnlich wie die Strecke von Bremerhaven kommt, wobei sie für mich etwas weniger spektakulär war, da man doch etwas mehr noch an den Feldern entlang fährt, etwas weniger weitere Landschaft sehen kann. Und ja, diese Strecke ist etwa 100 Kilometer lang, also gefühlt ist das irgendwie nur so ein kleines Stück zwischen Cuxhaven und Hamburg, aber die Städte liegen doch schon ein ganz schönes Stückchen auseinander. Also die Fahrzeit beträgt ungefähr 1,5 Stunden und das auch nur bis Hamburg-Harburg, nicht bis zum Hauptbahnhof. Hauptbahnhof würde nochmal deutlich länger dauern, denn die Züge müssen in Harburg die Fahrtrichtung wechseln. Aktuell wegen Bauarbeiten enden die Züge aber sowieso in Hamburg-Harburg. Das sehen wir dann später noch. Da wird einem dann empfohlen, auf einen Metronom umzusteigen. Das würde ich euch allerdings nicht empfehlen, denn die können dann ganz schön voll werden. Der Metronom ist ja eh nicht gerade dafür bekannt, dass die Züge leer sind. Und wenn man dann eben noch zwei Züge zusammenführt sozusagen, dann werden die natürlich richtig voll. Ihr könnt ab Hamburg-Harburg auch ganz einfach mit der S-Bahn fahren. Das geht dann deutlich schneller, auch meistens mit weniger Wartezeiten, da sie auch sehr, sehr häufig hier verkehren. Ja, Start, das ist eben ein Tochterunternehmen von der Deutschen Bahn, gegründet, um mal wieder ein paar Streckenausschreibungen zu gewinnen. Das Ganze eben etwas schlanker und effizienter aufgebaut als die Deutsche Bahn selbst. Die Deutsche Bahn gewinnt in letzter Zeit ja nur noch sehr wenige Ausschreibungen, weil die meisten privaten Unternehmen doch deutlich bessere Angebote abgeben können. Und dem möchte man hier eben mit Start entgegenwirken und hat hier eben auch ein besonders kosteneffizientes Tochterunternehmen aufgestellt, die auch inzwischen die ein oder andere Ausschreibung mehr oder weniger erfolgreich gewonnen haben. Da steht ja zum Beispiel von Start bei mir immer noch der E-Lint im Taunusnetz aus, der ja eben immer noch nicht ganz so problemlos läuft, aber inzwischen sieht es hier ja schon etwas besser aus, sodass ich euch dann hoffentlich demnächst auch noch weitere Züge von Start vorstellen kann. Hier im Norden sind das eben sowieso immer nur die Züge der LNVG, sprich keine neuen Fahrzeuge oder irgendwie besondere Fahrzeuge, sondern eben das Material, was man hier auch schon seit einigen Jahren kennt. Hier sieht man es von außen zum Beispiel noch, das ehemalige Metronom-Logo. Das war es erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.